Hallo liebe Kater und Katzen und denjenigen, die einen Kater, eine Katze oder auch Schier haben. Und willkommen zurück am Todesberg, a.k.a. Skiwacht Wonderland, a.k.a. Snowtopia. Jawohl, jetzt haben wir es doch endlich wieder zurück in unserer gebirgigen Region. Und der Grinsekarl stellt sich hier einmal hin, hier auf den Schandberg sozusagen. So, hier, ne, der Grinsekarl ist jetzt auf dem Schandberg, könnt ihr euch so vorstellen. Und jetzt möchte ich euch einfach mal ganz kurz was beichten. Und zwar, ich habe es ein bisschen verhauen. Und zwar ein bisschen, meine ich sehr. Nämlich, ja, wie soll ich denn das jetzt so ausdrücken? Ihr habt es selber gemerkt. Die Folgen kamen jetzt ewig lang nicht mehr und irgendwie voll verzögert. Und ach du meine Güte, das ist ja Himmelfahrtskommando. Ja, es tut mir sehr, sehr leid. Ich möchte euch ja nicht anlügen, ja. Ich bin gerade einfach im Moment extrem beschäftigt, und zwar wirklich, und zwar total, ja. Und deswegen schaffe ich es gerade auch nicht, ein zweites Projekt auf die Beine zu stellen, weil das erfordert immer sehr viel Zeit mit Thumbnail, Pipapo, blablabla. Warum lasse ich das überhaupt gerade in Snowtopia aus? Denn Snowtopia ist nämlich auch davon betroffen, und zwar insofern, als dass ich jetzt heute auch keine 1 Stunde Aufnahme machen kann. Es tut mir sehr leid, es tut mir leid. Aber ich hatte die letzten Folgen schon immer 40 Minuten, und deswegen ist es wahrscheinlich auch okay, oder? Bitte sagt okay, bitte sagt okay. Weil das Problem ist, ich kann heute nicht eine Stunde lang hier, also ich sollte mal anfangen, ne, damit wir hier auch was schaffen in den 40 Minuten, die ich heute mache. Also 2x20 Minuten. Das heißt, jetzt gibt es 2x20 Minuten Folgen. Und dann ab nächster Woche geht es dann wieder ganz regulär weiter, weil nächste Woche wird es dann ein bisschen ruhiger zu Ostern hin. Aber im Moment gerade einfach ist ein bisschen, so das Gefühl habe ich gerade. Nicht nur in Snowtopia, sondern auch generell. Was ist denn da schon wieder los? Hier ist mal wieder ein bisschen Bahnunfall, glaube ich. Ich weiß es nicht. Was denn ist da? So, also Roter kommt an. Ne? Roter slidet, Slider. Fährt im Schneckentempo dran vorbei und fährt weiter die Route runter. Okay. But the question I have. Also wir können ja da augenscheinlich ja nicht einsteigen. Das finde ich ja schade. Das ist ja schon mal Punkt 1, was ich total doof finde. Punkt 2 ist, die steigen jetzt hier auch nicht mehr ein, oder was? Also die sagen so, nö, habe ich hier einen Bock mehr, oder was? Ja, oder was? Also ich habe keine Ahnung. Nee, die stellen sich da an. In sehr komischen Positionen teilweise, aber naja, was ist. So, machen wir mal wieder auf zweifach. Wir könnten natürlich hier hochbauen, aber das wird dann schon wieder hier eine schwarze Piste wahrscheinlich, oder? Ja, mit relativer Sicherheit, ja. Könnten natürlich. Könnten hier natürlich auch schon wieder so eine rote runterbauen, das geht natürlich immer. Ah, ist mittlerweile schon so ein bisschen alter Hut, weißt du? Weste, kennste. Ja. Ich würde gerne hier hinbauen wahrscheinlich. Ich würde aber auch andererseits, würde ich einfach mal einen ganz krassen Move machen. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwierig, weil ich nicht weiß, wie ich das jetzt anpacken soll. Ich würde gerne mal hier so ein bisschen weiter bauen, dass wir hier mal so rumkommen. Das ist natürlich cool auf der einen Seite, von der anderen Seite ist es ein bisschen schrecklich, weil ich nicht weiß, wie ich nach da hinten komme zum Kuckuck. Natürlich von hier aus, natürlich rein logischerweise so, aber hier ist unsere total überfüllte kleine Hütte. Nee, geil, ich hätte mehr. Ich brauche noch mehr Gastro. Ich stelle den einfach mal so einen fette große Hütte einfach mal hier so direkt hier vor die Hütte sozusagen. Hier geht das aber leider nicht. Oder was? Hier das nicht. Nee. Hier ist es generell bescheuert. So, hier kriege ich einfach noch Epilepsieanfälle, wenn ich das so weiter so versuche. Ja, so. Gott. Diese Hütte, die macht da einfach kurz Breakdance, wenn wir die da unten hinbauen wollen. Wir können natürlich hier eine hinbauen. Einfach so kabumpf. Ja, theoretically. Hey, they would be nice, but. So, jetzt haben wir uns natürlich noch da drüben verbaut. Das war natürlich schon, von einer Seite her war das jetzt schon wieder nicht sehr intelligent. Von der anderen Seite her, was soll's. Wir können auch hier von der Hütte runterbauen, verstehst du? Sag auf. Ja, das ist nämlich ein Problem. Wir können nicht mehr hier runter. So, dann könnten wir hier so eine gediegene grüne Piste runter machen. Ist doch schön, oder nicht? Ist doch richtig schön hier.
if that will work in any aspect. Das ist blau, ja. Ja, da muss ich mir noch was überlegen. Was ist denn da los schon wieder? Dieses Spiel ist total buggy. Hä? Also die Piste, die ist gerade buggt oder so. Kann ich die nicht ausschalten und wieder anschalten, damit die einfach wieder funktioniert? Ich kapiere das nicht. Das funktioniert doch einfach total löse hier. Das ist total löse und hier auch. Ich möchte jetzt ungern die Piste rausreißen. Ja, hier funktioniert sie ja scheinbar. Ein Traum wird wahr, meine Herren. So. Bumpf. Teilabschnitt 1. Teilabschnitt 2. So, die führt bergauf. Also witzig. Teilabschnitt 2! 2! Dankeschön für die 2! So. Ja. Ja, nee, rot nicht. Dann doch lieber die blaue. So, die bauen das schnell. Zack, 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 zack. Priorität auf ganz oben auf. Und bauen bitte. Ich hoffe, dass die die jetzt nicht blau machen. Ja, doch blau. That will be a little bit unfortunate, because... Weil die alle davor sind ja grün, weißt du? Warum soll das jetzt blau sein? Ja, ich weiß nicht los. Ach, hier. Ja, dann stellen wir mal 3 ein. 2 vielleicht mal. Dann kann man da richtig schön Happa-Happa machen, ja. Dann ist das hier in Le Nez. Haben wir hier nicht auch noch einen Toni Kroos, den man hier baut? Haben wir den Imbissstand. Der gähnt aber so ein bisschen vor sich hin und fragt sich, was er überhaupt tun soll auf dieser Erde. Dann haben wir hier noch das Teehaus. Naja. Da können wir mal einen rausschmeißen. Also da ist nie jemand, absolut nie. Ich weiß nicht, ob die hintere Hütte jetzt hier abgeht. Nein. Ich schmeiß auch mal einen raus, das lohnt nicht. Also diese ganzen Hütten, das ist einfach nur ein mega Verlustgeschäft. Imbissbude am Berg, da sind ein paar. Und komischerweise zu den großen Hütten, den kleinen Hütten rennen die wie so die Ameisen und so Suppenküche. Aber kaum stelle ich denen irgendwas Krasses hin, da sagen sie, oh nö, eigentlich nicht. So, was da los? So, die sind abgeflaxt. Muss ich aber grün machen. Die ist grün, Punkt. So. Muss aber in Tipptopp-Zustand gehalten werden, ansonsten haut es da die ganze Zeit die Schiefer durch die Gegend. Jetzt haben wir nämlich Problemo Grando. Wie kommen wir nach da hinten? Und zwar würde ich gerne hier ein bisschen abgrasen. Hier wäre natürlich ein optimaler Zugangspunkt. Das Problem ist, von hier aus kämen wir dort wahrscheinlich nicht hin. Zum einen, weil da mir der Schlepplift hier im Weg steht. Höchstwahrscheinlich. Ja, da steht mir der Schlepplift im Weg. So ein Mist. So ein Mist. Und was ist, wenn wir die kleine Hütte einfach hier rüber stellen? What do you say about that? Warte mal, können wir da nicht hier irgendwie so ein bisschen platzsparender hier bauen? Augenscheinlich nicht. Schade. Also das ist hier auch ein Käse, ja. Gut. Hiermit fahren auch noch so ein paar. Da können wir auch mal einen abschmeißen. Freiwillige sparen ist immer gut. Ja, was machen wir da? Ich will jetzt hier ungern irgendwie so eine Werkstatt rausreißen, das wäre irgendwie echt ätzend. Aber wir brauchen halt auch gleich die Gastronomie am Tal. Ja, nun, was machen wir denn da? Also vielleicht kriege ich hier ja so die Suppenküche. Die Suppenküche ist doch so klein und zierlich, die können wir irgendwo reinquetschen. Jawohl, können wir. So. Hat funktioniert, keine Ahnung wie, aber okay. So, und jetzt Kabash! So, der ist gleich schon vor oder Schreck umgefallen. Dann haben wir weiteres Problem, welche wäre ein wunderbares Hüttenos, und zwar kleines Hüttenos, die ein bisschen riesig ist, für meinen Geschmack. So, das da war ein Fehler. Was ist passiert? So, die Suppenküche, da können die mal wieder Suppen essen, bis sie umfallen, vor Freude. Dann schauen wir nochmal, dass wir hier vielleicht nochmal eine kleine Hütte irgendwo reinquetschen, aber wo? Sobald ich sie hier hinbaue, dann ist sie da und dann ist sie da und das ist so unbefriedigend hier. Wir könnten sie natürlich auch mitten reinklatschen. Would be a possible solution, but no. Ja, oder wir reißen die erstmal ab und dann gucken wir mal, was danach kommt. Ciao.
So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier unseren Lift bauen und dann, wie wir dann die Leute irgendwie mal davon abhalten zu verhungern, das schauen wir dann später. Also über den See kann ich. Oh, that's nice. But. Ja, das geht. Ja, dann kabupf. Einmal über die Wolken und so weiter. So, das wird ein bisschen krass jetzt, aber naja, was soll's. Ich bin halt ein krasser Hengst. Das weiß ich jetzt nicht, wie er das jetzt angeordnet hat. Weil das ist ja hier, also das ist ja hier, also wie wird das jetzt zugänglich gemacht? Ich weiß es nicht. So, einmal ein riesengroßer Gondellift mitten ins Nirvana. Das können wir ja gut, ne? Aber der ist cool. Guck mal, wie die da über den See gondeln. Wir haben zwar die Natur massiv zerschandelt, aber... Naja, also ich finde, also hat seinen Charme, ja. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier noch so hübsches kredenzen können und was wir hier noch für Untaten anstellen können. Dann können wir hier so einen Zirkelschluss machen, einmal auf die Seite bauen und einmal auf die Seite. Und dann können wir die hier mal ein bisschen hier abgrasen. Because you understand, we can nämlich hier, vielleicht hier unten im Tal, einfach so eine ewig lange Vierer-Gondelbahn. Nee, geht nicht. Das ist impossible. Impossible. Das ist zwar ein ganz, ganz normaler Berg, aber das ist zum Haare raufen. So, kann ich nicht bauen. Oder meint er jetzt hier zum Anbauen, also hier zur Bergstation bauen oder was? Ja, so was. Ja, das ist natürlich. Dann ist das natürlich doof, das ist richtig. Kann ich hier irgendwo bauen? Bauen. Wie ging's doch? War doch gelb. Komm. Kannst keinen Schlepplift bauen, der bergab führt. Was für ein Schlepplift? I don't know. Ich wollte eine Kuppel bauen, Vierersessel bauen. Das ist ja klar. Aha. Das geht. Ist das nicht ein bisschen... Naja, es geht. Ich würde es aber eigentlich gerne von hier bauen. Das wäre natürlich ganz, ganz cool, wenn das gehen würde. Ja, das war's aber. Okay. Schauen wir noch, dass wir das vielleicht nicht unbedingt an der hässlichen Stelle bauen. So. Hui! So, dann müssen wir noch ein paar Zwischenlifte bauen wahrscheinlich, weil ansonsten kriegen die, glaube ich, relativ viel Vollkrise, wenn wir da was bauen. Wenn wir hier einfach so runterbauen, ist das größtenteils so rot. Aha, okay, das ist natürlich ein bisschen doof, tatsächlich, das wollte ich nicht. Hier wird es schwarz, das ist ein bisschen blöd. Wir können bis hierhin bauen, dann müssen wir mal so eine scharfe Kurve! Der Witz ist, jetzt können wir die nicht anschließen, weil die zu nah an der World Border ist. Ach, was für eine Fehlplanung. So, jetzt geht's. Juhu! Und einmal mitten im Nirvana irgendeine rote Piste runtergezogen. So. Hier unten ist es dann schon ein bisschen grüner, oder was? Hier ist blau. Naja. Aber kann man auch zu grün machen, ja. Ja. So, einmal anschalten. So, die können jetzt einmal hier rüber gondeln. Da hat sich gerade tatsächlich einer angestellt. Also die wollen tatsächlich mal damit fahren. Jetzt müssen wir hier natürlich noch mehr Leute herlocken. But how? Indem wir normale gute Pisten bauen. Hier könnten wir so einen Querlift bauen. Also. Irgendwo hier. The lift exit is lower than its entry. Das ist wohl wahr. Was für bergab, der geht 5 Kilometer nach oben und du sagst, der geht bergab oder was?
Also langsam fühle ich mich schon ein bisschen von diesem Spiel ein bisschen auf die Schippe genommen, ne? Das Spiel ist dann zu kurz. Ja, also da kommt der immer mit neuen Ausreden, ne? Ich weiß auch, ich glaube, bevor wir jetzt hier noch irgendwie Akrobatik machen, sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir das mal hier überhaupt. Vielleicht von hier aus dann so einen kleinen Lift nach da oben. Das wäre doch schon mal was. So ein fixer Zweiersessel-Lift einfach mal hier hoch. Das packt der aber nicht, der Arme. Ey, ein Witz. Komm. Kannst du mir nicht erzählen, dass das jetzt nicht geht? Okay, 2er Sessellift geht nicht, 4er Sessellift wäre übertrieben, aber vielleicht auch nicht. Ja. Da ist der Skilift zu kurz. Ach ja, das war natürlich das Problem. Unser allseits begehrtes. Was passiert, wenn wir das nach da hinten bauen? Dann ist das Gefälle zu schnell. Ach so, jetzt kommt die Ausrede. Ist das jetzt die Ausredenraden oder was? Das ist ja traumhaft. Skilift ist zu kurz. Brrr. Gefälle ist zu steil, Gefälle ist zu steil, Gefälle ist zu geil, Gefälle ist zu steil, Gefälle ist zu geil, Gefälle ist zu steil. Ja. Oh. Irr. Die Griecher. Oh nein. Also ich glaube, wir können konstatieren, dass das mit diesem Lift auch nicht funktioniert. Mit einem Schlepplift will ich den nicht antun und was anderes haben wir nicht. Warum haben wir überhaupt keinen kuppelbaren Zweiersessel-Lift? Gibt's denn das nicht? Liebe Forscher hier, Forscher der Erforschenden. Einer sitzt da drin von 106. Ach, guck mal, da rauscht noch einer runter. How nice. Also die 1000 Sassa, die sind doch eigentlich auch schon zufrieden. Ja, die sind zufrieden. Yay. So, aber aufstrebende Stars immer noch nicht, weil die brauchen ein bisschen mehr Nahrung. Aber Nahrung gibt es doch hier. Wir haben so viele Hütten, die überhaupt niemand besucht. Also ganz ehrlich, was soll ich denn da noch tun? So, ich find's gerade nicht. Ach hier, ich Idiot. Hä? Hallo. So, hier. So, Kocharbeitsplatz. Ja. Selbstbedienungsrestaurant. Servizewege, ja. Optimierte Fahrzeuge, Stoßdämpfer. Spannungsspeicher. Kuppelbarer Sessellift. 6-Personen-Gondel. Ja. 6-Personen-Gondel können wir noch erforschen. Ein optimierte Fahrzeug, aber sonst gibt es keine Typen mehr. Das finde ich schade. Das finde ich echt schade, dass es nicht noch ein 2er-Sessellift gibt. Weil das finde ich jetzt. Naja, das finde ich jetzt ein bisschen schade. Also ein Gondellift ist natürlich auch immer schön, aber das ist einfach viel zu betrieben hier. Okay. Dann müssen wir es irgendwie mit 2er-Sessellift hinkriegen oder mit 4er. Das müssen wir jetzt. Da müssen wir jetzt so lange rumtesten, bis es halt irgendwann mal geht. So, mal gucken, wie das geht. Ich dachte gerade, wenn ich es jetzt schon so sage, dann geht es jetzt auf einmal, aber da habe ich mich viel zu früh gefreut. Meine kleine Zauberformel hat nicht funktioniert. Ich bitte damit darum um vielmals Unvergebung. Bitte seid gnädig. War zu schnell zum Bauen. Ist denn das zu schnell zum Bauen? Das ist doch ein Lift. Also wir konstatieren, diese Gondel da hinzubauen war echt ein Fehler. Aber ein schöner Fehler. So, siehst du, wir könnten dann nämlich nach hier bauen, dann könnten wir hier so eine schöne grüne Piste runterbauen. Ja, bis hier. Hier ist dann so ein schönes Tal, da ist es schön. Dann machen wir hier halt, ja. Wenn ja nichts anderes geht, ne. So. Kann man dann hier hochfahren, dann gibt es hier so eine. Das ist jetzt natürlich, sieht natürlich so ein bisschen krass aus, aber da bauen wir jetzt noch eine hübsche Piste rein. So. So, wir machen wieder das Schichtsystem.
Problem ist, da ist jetzt der Felsen, der uns nicht passieren lässt. Das passiert nun mal mit Felsen. So.